Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Entschuldigt, ich huste schon wieder den ganzen Morgen, ne? Richtig shit. Ja, ich bin aufgestanden, hab geduscht und werde mich jetzt auf den Balkon begeben. Es ist ungefähr 8 Uhr oder so. Meine Vlogs sind geschnitten, aber noch nicht durch, leider. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Gut, der morgendliche Anblick hier im Ufer zeige ich euch. Da reisen schon ganze Busse ab. Die haben mit Sicherheit auch die ganzen Attraktionen hier besichtigt, wie wir auch in Ulfer. Was ist denn das für ein Geräusch, sag mal? Oh, hier ist immer laut, immer. Opa baut auch schon irgendwas auf für den Verkauf. Katzi ist auch unterwegs. Mama hat auch was zu tun. Die Männer fahren zur Arbeit, der putzt, das schöne Ulfa, der chillt sein Leben. Ja, das stört die gar nicht, ne? Die gehen einfach auf der Straße, gucken wir weiter, ganz langsam. Oh nee, so typisch, ne? Ulfa ist nicht so groß. Ist eher ein kleines Städtchen. Ich mache mich hier auch gleich schon mal fertig zur Abreise. Ich werde alles schon mal einpacken. Und dann vergessen wir nämlich auch nichts. Das Ding geht immer zu heute, warum auch immer. Das ist frische Luft. Ja. Und dann werde ich mal alles einpacken und dann geht's los. Das Kleid darf ich nicht vergessen, aber das werde ich nachher auf der Fahrt anziehen. Das Kleid habe ich heute mal angezogen. Und ja, dann räumen wir mal auf. Ja, ich mache heute, wie gesagt, nicht mehr viel. Oder wir machen nicht mehr viel. Werden einfach nur noch packen und frühstücken. Sohn will ein bisschen länger schlafen heute. Ich habe Kopfschmerzen ein bisschen. Ich hoffe, das geht wieder weg. Ich habe auch den ganzen Morgen wieder mit meiner Allergie zu kämpfen. Gestern Morgen auch schon. Ich schnupfe, ich huste. Das ist alles echt kacke. Ja. Das ist natürlich auch alles immer anstrengend. Ne? Wir sind ja immer unterwegs und fahren überall hin, besichtigen alles. Viele neue Eindrücke, die verarbeitet werden. Das macht ja was mit einem. Bin ich ja auch sonst gar nicht gewohnt. Ja, aber es war bis jetzt wirklich sehr, sehr schön. Ich würde mal sagen, wir haben Halbzeit. Jetzt fahren wir noch nach Mardin heute, inshallah. Das ist ja eigentlich unser Reiseziel. Mardin, ganz nah an der syrischen Grenze.
Wir haben tatsächlich kurz überlegt, ob wir einmal rüberfahren wollen, dass wir einmal sagen können, ey, wir waren auch mal in Syrien. Aber das machen wir natürlich nicht. Dann kommen wir nicht wieder rein oder so. Oder werden irgendwie entführt oder festgehalten. Man weiß es ja nicht. Aber auch die anderen Orte hier sind natürlich nicht ohne. Ne? Das muss man schon wissen. Aber so ein bisschen Nervenkitzel, glaube ich, gehört manchmal dazu im Leben. Meine Familie hat mich jedenfalls für verrückt erklärt oder uns, dass wir hierher gefahren sind und haben gesagt, was wollt ihr denn da? Aber das ist eben immer die Fehleinschätzung, weil es gibt hier so, allein gestern der Geburtsort von unserem Propheten Abraham, wir nennen ihn ja Ibrahim, Friede sei mit ihm, war so, so schön, ja, und dort zu beten, wo er gestorben und wo er geboren ist und in der Moschee auch mein Mittagsgebet verrichten zu können. Der Basar am Anschluss, es war alles sehr beeindruckend für mich. Und ja, das hat schon was mit einem gemacht. Ja, und dass du dann anschließend nochmal wieder ins Hotel und dann zur nächsten Stätte fährst, welches zum UNESCO Weltkulturerbe gehört, das war auch nochmal sehr, sehr beeindruckend. Die ganzen Ausgrabungen live vor Ort zu sehen, sind ja typisch für die Türkei, sowas gibt es ja hier überall. Die ganze Türkei ist voll mit Archäologie, richtig interessant. Allerdings kann ich euch da aber nicht so ganz genau alles 100% richtig berichten, weil eigentlich ist das überhaupt nicht mein Interessengebiet. Früher wäre ich da auch nicht hingefahren zu solchen geschichtlichen Orten, weil mich das gar nicht interessiert. Aber es ist einfach sehr interessant, Ufa zu sehen, sehr interessant auch die Umgebung der Türkei zu erkunden mit meinem Sohn. Das macht mir sehr viel Spaß und egal, wo es hingeht, ist halt immer lustig. Wir haben viel Freude zusammen und Spaß zusammen und das ist eigentlich ganz egal, wo es hingeht. Versuchen dann auch den Urlaub zu genießen. Und ja, manchmal gibt es natürlich Sachen, die mir nicht so gut gefallen, wie zum Beispiel gestern, wo wir gestern Abend hingegangen sind. Das ist eigentlich so mal gar nichts für mich. Ne? Das ist ein typischer Abend für Urfa gewesen. Also die Frauen, die Männer gehen öfters in solche Lokalitäten, um einfach zu tanzen. Das ist halt eine typische türkische Çanlıurfa oder Urfa, gibt es aber auch in Mardin diese Arbeit, im Osten der Türkei wird das ganz oft gemacht. Ne? Wir befinden uns ja hier im höchsten oder im tiefsten Osten der Türkei, also in dem Gebiet, wo viel passiert ist in den letzten Jahren, das darf man einfach auch, muss man einfach auch mal so sagen. Ja, es ist alles sehr kompliziert in dieser Gegend, aber diese Abende, ich muss mal irgendwie ist hier meine Nase putzen, diese Abende sind eben, ja, das sind, würde ich mal sagen, so die orientalische Diskothek, nein, aber dort werden halt die Tänze die Singerei der Region wird dort als Kultur betrieben und dann gibt es da zu essen, man sitzt auf der Erde, ganz anatolisch Style, das war auch sehr interessant mal so zu beobachten, aber normalerweise gehe ich zu solchen Abenden natürlich nicht, aber das war auch interessant, aber nicht meins, ne? Also ich würde das sicherlich nicht normal machen, weil wenn man das macht, würde ich mal sagen, dann müsste das alles so ein bisschen gehobener sein. Also sehr viel mehr Qualität muss dahinter sein. Die Bedienung muss gut sein. Die Menschen müssen passen, mit denen man das macht. Das waren ja alles total fremde Menschen. Ja, wir kannten die ja gar nicht. Viele werden wahrscheinlich denken, wir waren da irgendwie bei einer Verwandtenfeier. Nein, mitnichten. Du buchst diesen Abend. Also es gibt spezielle Touren, die hier in Urfa zum Beispiel, diese Tour, die ihr da unten gesehen habt, die haben mit Sicherheit alles gebucht, was wir auch gemacht haben. Ne? Und der Abschluss ist dann immer so ein Abend, da geht man dann hin, das wird gebucht und dann guckst du dir das an, ne? Wie die Frauen tanzen, wie die Männer tanzen, wie die Musik live gespielt wird, dann wird so gegessen, auch typisches anatolisches Essen, ne? Was ihr da gesehen habt, Adana und
Auberginen und so gebraten, Gemüse gebacken. Und nachher hätte es ja auch noch, hätte es noch eine Süßigkeit gegeben und Chiköfte natürlich. Chiköfte ist halt rohes Fleisch, was mit ganz viel Gewürzen stundenlang geknetet wird. Habt ihr bestimmt schon gehört, Chiköfte. Das hätte es alles noch gegeben an diesem Abend, aber für uns hat es gereicht. Wir wollten nach Hause oder ins Hotel. Es war ja auch schon für uns spät. Wir haben heute einen weiten Weg. Aber ansonsten geht dieser Abend noch stundenlang weiter. Ne? Wir haben jetzt einfach mal einen Cut gemacht und sind vor den Süßigkeiten gegangen, die noch gereicht werden. Tee wird wahrscheinlich auch noch gereicht. Aber ja, und dann isst man trinkt, man tanzt. Das ist eben mit fremden Menschen, die kannten sich aber tatsächlich, viele dieser Frauen, die dorthin gegangen sind, kannten sich schon. Da buchst du dann einfach mal so einen Abend und dann lässt es dir da gut gehen. Ne? Ich denke mal auch, dass es vielleicht auch so eine Busladung war, die da irgendwie abgesetzt wurde. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, wir kannten niemanden und das war, glaube ich, auch das Problem. Also solche Abende würde ich nur machen mit meinen Kindern, ne? Meinen Söhnen, meinem Mann, mit unseren Verwandten, mit unseren Bekannten. Dann ist es toll. Dann hätten wir sicherlich auch alle, oder ich hätte auf jeden Fall getanzt. Aber so fremde Leute, das ist nicht so meins. Ne? Aber gut, das muss man mal mitgemacht haben. Und wie gesagt, wir haben dann nachher abgebrochen und sind ins Hotel. Das Ganze ist nicht allzu günstig gewesen. Also warte mal, wir haben für zwei Personen bezahlt. 1200 oder so für zwei Personen. Irgendwie so, aber da kann man auch an Laschma machen. Also du kannst auch verhandeln mit den Leuten, bei denen du das buchst. Hotels haben zum Beispiel günstigere Preise oder Busladungen, die da abgesetzt werden, haben günstigere Preise. Oder wenn du öfters hingehst, dann hat man günstiger. Ne? Also da gibt es natürlich auf jeden Fall dann noch Preisabsprachen, da wir aber total fremd waren und einfach über unser Hotel hier einfach nur gebucht haben, ist es natürlich dementsprechend auch, fand ich, teuer. Ne? Also ich fand es teuer. Aber gut, wenn man dann bedenkt, dass es da noch Süßigkeiten gibt, Essen, Chiköfte, Trinken, ne, Wasser und Ayran und Tanzen, und dann ist es ja für den Abend nicht viel. Nur wenn du da wie wir 3 Stunden sitzt, dann ist das natürlich ein bisschen, also teuer fand ich jedenfalls. Gut, mein Lieben. Jetzt werde ich packen. Wie gesagt, hier sieht es aus wie Hempels unterm Sofa. Hier wird übrigens immer, jeden Tag kommt hier ein Service, ein Putzservice. Der putzt ihr das Zimmer, war gestern auch da. Habe ich aber alles, glaube ich, gar nicht gezeigt, oder? Ich weiß nicht mehr. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen, ich habe hier auch keinen Kaffee mehr. Normalerweise könnte ich jetzt schön Kaffee trinken. Das hat auch schon unten auf, ne, das Buffet. Aber ich, also als Frau hier alleine, knifflig, ne? Also das ist schon eine unangenehme Gegend, wenn du hier als Frau alleine rumläufst. Selbst unten da hin, klar, es sind alles Touristen hier, aber ich bin hier echt gefühlt die einzige blonde Frau in dieser Stadt. Keine Ahnung, also Touristen sind zwar viele hier, aber einheimische Touristen, ne? Es sind keine fremden Touristen, also wenig. Wir hatten tatsächlich mal einen Bus gesehen, wo auch einige Blonde drin waren. Und auch bei diesem Abend hatten wir das Gefühl, da war auch eine Deutsche, glauben wir, aber man weiß es nicht, die war auch mit einem Türken zusammen, also hat wahrscheinlich einen Türken geheiratet, war auch verschleiert, also ich weiß nicht, also ich fühle mich hier, also niemals würde ich hier leben wollen, ne? Nie im Leben, das ist einfach für eine Frau unsicher, würde ich immer so sagen, glaube ich schon, also das nicht ohne, ne. Ja, die Menschen haben Probleme. Es ist einfach, du siehst an jeder Ecke, dass das hier eine problematische Stadt ist. Und die Menschen sind aber trotzdem fröhlich und voller Elan und voller Leben. Ne? Das ist so dieses typische, ganz viel, aber es sind auch viele Syrer hier. Ne? Das merkt man auf jeden Fall. Das wird in Mardin wahrscheinlich nicht anders sein. Logisch, zur Nähe der Grenze hin. Selbst bei uns in Alanya sind ja alles voller syrischer Arbeiter. Ne? Diese Baustellen werden zu 90% von syrischen Arbeitern fertiggestellt, die dann auch dort leben. Selbst Türken haben Schwierigkeiten, auf dem Baumarkt dort in Arbeit zu kommen. Ja, mein Lieben, also das war nochmal so ein kleiner Rückblick mit euch zusammen gestern auf den Abend und auf den Tag. Am meisten hat mir natürlich
der Vormittag gefallen, ja, in der Moschee. Das war einfach so beeindruckend und interessant. Aber auch da habt ihr ja gesehen, es waren alles türkische Touristen, ne? Also ich, oder und Syrer, also Araber. Also wir vermuten, dass es Araber waren. Also alles Araber und Türken, ne? Die da gepilgert sind. Ganz viele Araber. Ja. Na gut, mein Lieben, das war wirklich beeindruckend. Sowas habe ich auch noch nie gemacht. Keiner von uns. Schon ein Erlebnis gewesen. Und wie gesagt, meine Familie erklärt uns für verrückt, dass wir Urlaub machen. Die keinen anderen Ort gefunden, um Urlaub zu machen. Das ist gefährlich. Was wollt ihr denn da? Und. Na gut, mein Lieben. Also, wir starten heute unsere Reise in den nächsten Ort, der noch näher an der Grenze ist. Und bin gespannt. Wir sind hier auch ganz nah übrigens an Karahanmaraş. Das ist ja die Stadt, die durch das schwere Erdbeben vor gar nicht langer Zeit, ja, das war erst im Februar, fast komplett verwüstet wurde und zusammengebrochen ist. Das ist gar nicht weit weg hier, ne? Das ist alles hier in der Nähe. Und das zu wissen, macht schon was mit einem. Also wirklich nicht, weil überall steht Karahanmaraş, die Stadt, die in aller Munde war beim Erdbeben und die so viel Trauer und so viel Leid verursacht hat durch die vielen, vielen, vielen schlimmen Erdbeben, die in letzter Zeit hier gewesen sind. Wenn du bedenkst, dass du hier mittendrin bist in diesem Gebiet, in einem Erdbebengebiet, was noch vor ein paar Monaten wirklich alles zerstört hat, und das ist gar nicht weit weg hier, das ist schon. Schon sehr eigenartig. Aber ich habe überhaupt gar keine Angst. Warum? Erstmal ist unser Schicksal sowieso vorher bestimmt, meiner Meinung nach. Du kannst gar nicht davor weglaufen. Und zweitens sind wir auch der Meinung, dass die Bauten, die hier stehen, einfach sehr fest sind, glaube ich. Wenn die diese Jahrhunderten von Jahren überstanden haben, dann werden die das Erdbeben sicherlich auch überstehen. Ne? Hier, die meisten Häuser sind ja Neubauten und Bauten gewesen, die gar nicht so alt sind. Und hier sind ja einfach nur mal alles total alte Gemäuer, ne? Die hier stehen. Und die halten wahrscheinlich alles aus. Inshallah. Na gut, machen wir mal Schluss erstmal. Ich räume jetzt hier mal auf. Zeit zu gehen. Ich habe alles zusammengepackt, meine Koffer. Ich nehme
meine Schuhe diesmal in der Extratasche mit, weil das ist immer ein riesen Hickmack, das aus dem Koffer rauszuholen. Da sind ja meine Sportschuhe drin, die ich brauche, wenn ich wenn wir irgendwas besichtigen. Wir fahren jetzt gleich nach Mardin. Das war mein Zimmer hier. Die Putzfrauen waren schon drin, die haben schon das Bett abgezogen und haben sie dann sozusagen schon alles soweit ready gemacht for Take-off der Gäste. Ich bin jetzt auch fertig, ich habe immer Angst, dass ich irgendwas Wichtiges vergesse hier. Ne? Ich gucke immer tausendmal nach, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt hier irgendwas vergessen habe. Ein letzter Blick noch für euch von Urfa. Aus dem Fenster, es wird wieder richtig heiß, ne? Die Hitze, die steht förmlich. Aber es ist eine ganz trockene Luft hier, 10% Luftfeuchtigkeit. Insofern sehr viel besser erträglich als das Heiße in Alanya. Wir haben hier gestern 38, fast 40 Grad gehabt. Und trotzdem hat man wirklich kaum geschwitzt. Ne? Also war ja gestern auch überall spazieren in der richtigen Hitze, auch in der Mittagshitze und so. Wir haben wirklich, also meine Klamotte war jedenfalls kaum nass. Und wenn das in Alanya wäre, 38, fast 40 Grad, dann wärst du ja wie aus dem Wasser gezogen. Das zum Glück, dann kannst du auch nicht mehr atmen, ne? Aber so richtig. Hier überhaupt gar kein Problem. Also diese Hitze macht mir hier nicht so viel aus. Auf jeden Fall besser. Viele sagen ja, trockene Hitze ist nicht so gut, weil es ja so ungesund auch ist für die Atmung und so. Aber ich finde feuchte, schwüle finde ich noch viel schlimmer, auch wenn es Meeresluft ist und gesünder ist vielleicht, aber ja, ich mag das nicht, ich mag es lieber, wenn es trocken heiß ist, dann kann man auch 38 Grad gut ertragen, weil man ja auch nicht so schwitzt, ne? So, hier ist jetzt Tschüss angesagt, ich nehme meine Sachen und gehe in das Zimmer meines Sohnes, von da aus werden wir dann gleich losfahren. Ich habe zwei meiner Videos noch nicht hoch, aber es sind noch eine halbe Stunde, ich glaube, das brauchen wir auch noch eine halbe Stunde, bevor wir hier auschecken. Und dann denke ich, sind die Videos auch hoch und dann kann ich sie online stellen. Genau, mein Lieben. Also, tschüss. Immer. Einmal von hinten gucken. So sehe ich von hinten aus. Ich habe wieder mein Reisekleid an, weil das ist genau richtig. Das ist für die Autofahrt immer sehr gut. Wir fahren jetzt ungefähr 2,5 Stunden nach Mardin. So, einmal meine Tasche. Meine andere Tasche. Und dann tschüss. Zimmer, tschüss. Wir legen natürlich immer auch Trinkgeld auf die Betten für die Putzfrauen. Das machen wir aber im Zimmer meines Sohnes. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ne? Gut, tschüss. Ja, meine Taschentücher liegen da noch, aber ich glaube, es ist egal. Habe ich hier noch was vergessen? Hier gucke ich auch noch mal eben nach. Eben schauen. Handtücher. Ja, ich habe jetzt doch die Handtücher hier benutzt, ne, vom Hotel. Ich hoffe, das macht nichts. Mache ich sehr ungern. Ich habe zwar Handtücher mitgenommen, aber die sind dann natürlich auch irgendwann nicht mehr so, wie man es gerne hätte. Ne? Gut, das war das. Ciao. Schön war's. Bismillahirrahmanirrahim. Habe ich alles echt erlebt. Ich mach mal gucken, ist hier irgendwas hintergefallen? Irgendwas vergessen? Meine Taschentücher liegen da, egal. So, egal. Das war's. So. Na guck, hier liegen schon meine Sachen alle, die sie da jetzt, die Decken, ne?